Ab geht's, Folge 34. Heute könnt's zum Psi-Labor kommen. Ja, carry on. So, scan for activity. Der Lyum-Generator. Carry on. Hyperwave Relay. Workshop Rebate. $17 an ein Alloy. Ich krieg Geld zurück. Okay. Irgendwie irritiert mich, dass ich Geld zurückkrieg. Moment mal, wie lange dauert es noch? Council Report 17 Tage. Build by Items. Plasma Rifle, Plasma Pistol. Ah, Angel Titan Armor. Ich überlege gerade, ob ich noch eine vierte Titan Armor baue. Wahrscheinlich schon, ne? Ghost Armor. Bei der Ghost Armor kann man halt schlecht super schlecht gesehen werden. Extremely difficult to be detected in the field. Ich habe auch nichts mehr zum Bauen momentan, deswegen. Satellite uplink facilities at maximum capacity. Additional uplink required. Build facilities. Satellite uplink könnte ich vielleicht mal eher noch bauen. In construction. Gehe ich nochmal drei dazu. Vielleicht nur Satelliten irgendwann. Laserpistols wollen die haben. Build by Items. Laserpistol. Hier waren die drei. Vier. Natürlich. Build by Items. Laserpistol. Manufacture. Order. Situation. Dispatch-Items. Alles klar, dankeschön. Dankeschön für die Kohle. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Psi-Labor. Head Soldier. Wen nehme ich denn als erstes mal? Wahrscheinlich mich selber. 10 Tage dauert das. Oh, das ist bitter. Sei New Research. So, jetzt habe ich die Alloy Cannon zur Verfügung. Operating Machine Chart Alien Alloy. Ja, das ist halt die Schrotkanone. Now that we are in control of the Hyperwave Beacon, the real question is, what is it going to tell us? Perhaps we should try scanning for UFO activity in the meantime. Ich würde den jetzt gerne mal upgraden. Und zwar Proximity Mine Launch, den Elektropuls hätte ich gerne. Confirm. Oh. Jetzt habe ich Stufe 3 Mech. Nein, nein. Gene Lab. Ich werde blöd. Memorial, Higher Soldiers, Medals, kriegt ihr überhaupt welche? Hab ich keine. Hangar, Situation Room. VUX Conferences. Keine Ahnung. Ich hab zwar da Dingens hier, dieses ein Beacon gebaut, aber ich sehe es nicht. Commander, we're tracking several reported abductions via the Hologlobe. I've got the coordinates locked in.
Germany. Wie steht mein Situation Room eigentlich momentan? Satellite uplink facilities at maximum capacity. Additional uplink required. Ich habe im Prinzip komplett Amerika abgedeckt. Im Rest der Welt sieht's nicht so pralle aus. Frankreich würde ich da wahrscheinlich gerne holen. So, Alien Abductions, United Kingdom, Shanghai, China. Es gibt zwei in Europa? Irgendwas in Asien, dass ich Probleme habe? Ne, hier ist noch das höchste mit 2. In Abductions, da würde ich mal sagen, nehme ich jetzt $200, oder? Brauche ich noch mehr Wissenschaftler? Naja, ich nehme jetzt $200. Edit Unit. Loadout. Ne, hier, Customize. Was sind jetzt für coole Sachen? Ja, dann nehme ich das. So, den Rest würde ich fast so lassen. Ja. Launch Mission. Ich hoffe nicht, dass es ein Terrorangriff ist. Ich hasse Terrorangriffe, die sind so schrecklich. Dropship has arrived. Begin assault. The next deployment site is in the UK. The alien abductions are becoming more brazen every day. We've got reports coming in of attack. Muss mal kurz was trinken. Central, Big Sky in position on approach of the abduction site. Strike one is away. Das ist ja ein fettes Ding jetzt hier. Strike one is clear to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Und das ist auch eine neue Map. Sehe ich gerade so. Meld, 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 meld. Meld. Ich bin jetzt einfach da. Oh, Meld gefunden. Bitte dort auf die komplette zweite Welt gefunden. Okay, cool. Also, ich beschwere mich mit Sicherheit nicht. Ich bin nur schreck. Geht's mal weiter? Nee. Verstanden, los geht's. Warum stand da very difficult? Ich verstehe das nicht. Also irgendwie die Einstufung. Zumindest auf der normalen Schwierigkeitsstufe bringt die irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Ich gehe erstmal dahin und guck mal dort. Ob ich irgendwas sehe? Nö, ich sehe nix. Ich will die nicht da oben hinschicken, weil das ist irgendwie nicht ganz angemessen, finde ich. Dahin. So, und du bewegst dich total. Ich irritiere es, wie gesagt, dass ich hier gerade keine Gegner treffe.
das Ding. Ah, schau mich gerade jemand an. So. Ich hab die Ware. So, weiter geht's. Falls ihr das nicht gesehen habt, tut's mir leid. Ich habe gerade jemand zugeschrieben, der das Team geschrieben hat. Wie ihr sicher gehört habt. So. So, löschen wir dem hinterher. Ja, es irritiert mich sehr, dass ich so weit laufen kann, ohne irgendeinen Gegner zu betreten. Beide Melds gesichert habe, ohne irgendeinem Gegner zu betreten. Zu begegnen. Ach, fuck it. Das irritiert mich mehr als nur ein wenig. Ach, die sind doch rumgelaufen. Mhm. Das ist ja super. Dreh du dich mal um, muss mal sein. Nein, hab ich wieder vertan. Oh, shit. Ach man, ich denke immer zwei ist Overwatch. Jedes Mal der gleiche Quatsch. Naja, zumindest kann es jetzt nicht mehr explodieren. Kann ich mich da safe dahinter stellen. Ich krieg sogar ein Achievement für den Quatsch. Ah, wie gut. Ich habe ein Achievement dafür gekriegt, dass ich gerade das Auto in die Luft gejagt habe. Das war sogar aus Versehen. Sehr gut. Aber ich vermute mal, ihr könnt das Team Overlay nicht sehen, deswegen habt ihr nicht gesehen, dass es da ein Achievement gab. Wie heißt das? Nice cover. Use collateral damage to blow up a car and single player. Quiet. Did you hear something? Hostile contact confirmed. Bam! 5 Schaden. Ich sehe ihn nicht mehr. Yay! Oh, der ist auf Overwatch. Fuck. Nur da laufen kann wir jede Menge Fehler. Sorry, Guppy. Das ist keine direkte Absicht. Run a gun. Oh. Na herrlich. Alles auf einem Haufen. Wenn's nur das ist. Oh, noch 9 Schaden. Das schaffe ich doch mit meinem. Der macht doch 12. Wenn er rankommen würde. Nein! Moving out. All units near the Mac inflict 5 damage. Body units are also disabled for one turn. Oh, der macht dann 5 Schaden auf alles. Moment mal. 5? Na, danke schön. Dann doch lieber schießen. Wie, hat irgendwas gesehen? Mach den bitte weg.
So, da sind noch drei kleinere. Und das Problem mit den Unsichtbaren. Eine 50. Na, mal sehen. Jawoll! Noch einen kleinen Lecker haben. Promotion für Corporal Guppy. Not really. Ja, wo kommen die Unsichtbaren? Unsichtbare. Oh. Da. Und tot. Cool. Oh. Fuck. Mega fuck. Nur noch kurz wieder zurück. Den brauche ich wahrscheinlich eher hier hinten jetzt. Overwatch. Position bestätigt. Overwatch. Overwatch. Da kommt dieses schöne Schild. Hey, alle verfehlen und man schießt mir selber die Deckung. Yay, das Beste, was passieren konnte. Der macht zumindest 8 Schaden. Oh fuck. Au. Aber der sollte ihn eigentlich mit einem Schuss, mit einem Schlag töten können. 12 Schaden, das war genau das, was der erlebt. Oh, noch mehr Wände kaputt machen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Siebenundfünfzig, obwohl der eine gedeckt ist, der andere nicht. Dann schmeißen wir einfach eine Granate um die Ohren. Ja, ich möchte wirklich die Granate hin, die jetzt falsch fliegt. Die fliegt falsch. Toll. Wie schön das gerade so funktioniert, wie es haben will. Damn it, missed the target. Rücke vor. Oh fuck. Jetzt ist ja Double Tap so nützlich. Komm, 93, mach's bitte weg. Sehr gerne, jetzt erstmal eine Runde, das ist schön. Und der ist fürs Schild zuständig. Und der. Oh fuck. Oh fuck.
Okay, das wollte ich nicht vorhin. Ich kann das Große nehmen, damit das Ding auch wirklich tot ist. Und der heilt erstmal selber. Ach, der hat nachgeladen. Ach, ich muss echt gucken, was ich mache. Fuck it, ey. Nee, du sollst bitte bei dem bleiben. So, jetzt. Da hinten steht jemand. Du musst nachladen. Eine Schredderrakete. Ja, eine Schredderrakete ist, glaube ich, angebracht. Nach. Sehr gerne, geht weiterleben. Jawoll! Ich hoffe bloß, er tötet jetzt niemanden von meinen. Au, er tötet jemanden. Ah, ich darf ihn damit aber stabilisieren. Das ist schön. Muss ich bloß noch meinen Sunny da hinkriegen. Gut, mach den. On my way. So, 4 und drauf. Mach ihn weg. LOL. Das gibt eine Spezialanimation? Ist ja alles kaputt. Wie hängt das Zeug noch in der Luft? Was? Kann ich die Tür auch aufmachen? So, Sunny. Let's do this. Wieso? Wieso ist das Sprinten bei ihr? Oh. Nachladen bitte. Ich mag nicht so gerne Mind Control Dings an der Stelle. So, und du musst jetzt mal selbst heilen. Er macht doch trotzdem Mind Control, oder? Aber das ist doch die gemanipulierte. Mind Control failed. Ja, aber ich hab natürlich vorhin meinen Sunny erwischt, der eigentlich gerade die Tussi retten sollte. I'm on the move. Ja, da ist jemand auf Overwatch. Hm, 54, ne? Ist nicht so wahnsinnig viel. Aber der braucht eigentlich da nicht das große. Ne, ah, dann darf er keine Kurzzeit benutzen. Lass mal mit ihm machen. Keine Bedrohung mehr. Genau so ist er. Going in for the kill. Ziel bestätigt. Another one down. Perfekt. Good work, Commander.
Passt doch. Haben wir geschafft. Und Gubi habe ich auch noch gerettet. Ja, auf jeden Fall. Dieses. 4 Tage. Ach nee, Reaperman war das, der so verletzt war. 4 Tage für dafür, dass er quasi tot war. Die Variante hätte ich auch gern. We will be in touch, Commander. Oh. So, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns weiterhin. Bis bald.